Hallo ihr Lieben, ja, Weihnachtszeit und jetzt steht auch schon der erste Advent, der 1. Dezember bevor. Und viele fragen sich, oh Gott, wo kriege ich jetzt noch einen Adventskalender her? Damit es nicht der Adventskalender aus dem Supermarkt wird mit der kleinen Schoki drin, habe ich mir jetzt was Besonderes überlegt. Und zwar für alle Kinder. Was ihr braucht, sind nur Blätter, ein Edding, eine Schere, Cordy, ein paar Tütchen und hier diese Klammern, das war es auch schon. Und ein bisschen Fantasie. Und zwar wird es jetzt ein Kalender, in dem ich kleine Gutscheine für Kinder, also für meine Kinder in dem Fall, reinschreibe und wir jeden Tag im Dezember aus diesem Tag etwas Besonderes machen. Also, ich fange jetzt an. 1. Dezember. Das ist auch der erste Advent. So, heute Abend koche ich euer Lieblingsessen. Das ist bei meinen Kindern Milchreis mit Zucker und Zimt. Das ist für den ersten Tag. Das falten wir jetzt. Ich finde nämlich, dass unsere Kinder eh schon so viel Süßigkeiten bekommen und auch Geschenkchen von Oma und Opa und Tanten und Onkel und weiß der Kuckuck. Und deswegen finde ich jeden Tag im Dezember etwas besonders Schönes zu machen, eine nette Idee. So, also 2. Dezember. Heute Abend geht Zettel aufgeschrieben. So, jetzt hängen wir die einfach hier dran mit diesen kleinen Klammern. Das geht auch relativ schnell. Ich glaube, bei Erwachsenen kann man die Tütchen offen lassen, bei Kindern würde ich es nicht machen. Da habe ich nämlich hier Tesafilm und da wird das Ganze hier nochmal extra zugeklebt. So, von mir aus kann jetzt der Advent kommen. Ich bin fertig. Hat auch echt nicht lange gedauert. Also planen Sie ungefähr mal eine Stunde ein. Einen schönen Advent wünsche ich.